Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 48. Lesung des wundervollen Buches aus der Mitte des 19. Jahrhunderts von James Atkin Wiley, Das Doppelgesicht des Papsttums. 48. Lesung, wir bewegen uns also ganz sicher auf die 50 zu und vielleicht sogar noch ein bisschen drüber hinweg, da wir noch weit mehr als 100 Seiten haben. Und interessant ist auch für die Leute, die das Buch verfolgen und gerne lesen möchten, dass inzwischen die Arbeit von Marius in der Hinsicht abgeschlossen ist, der das Buch von der Frakturschrift in lateinische Schrift übertragen hat und dieses auch auf meinem archive.org jetzt zu sehen ist und für jeden gratis runterzuladen ist. Also ganz wichtig, wenn man der Frakturschrift nicht so mächtig ist und das lieber in lateinischer Schrift liest, dann ist das da jetzt auch zur Verfügung gestellt worden für jeden. Gratis natürlich, so könnt ihr das selbst lesen, so könnt ihr das weiterverteilen und anderen Leuten geben und weitere Katholiken und andere Menschen aufwecken und denen deutlich machen, dass nur die Bibel Wahrheit ist und die römisch-katholische Kirche eine große verführerische, satanische Kraft ist im Grunde, ja. Wie es in Offenbarung 13 geschrieben steht, ne? Die römisch-katholische Kirche ist das erste Tier aus der Offenbarung oder der Vatikan ist das erste Tier aus Offenbarung 13. Und der Teufel, der Drache, gab ihm seinen Sitz und seine Macht und große Autorität oder Vollmacht. Autorität heißt es im Englischen, Vollmacht heißt, glaube ich, im Deutschen. Es ist die Synagoge Satans und wir beschäftigen uns heute weiter mit der Synagoge Satans, nachdem wir letzte Woche eine Woche Pause gemacht hatten mit der Lesung. Und wir sind immer noch in dem Anhang zum dritten Buch. Das heißt, den Ketzern braucht man nicht das Wort zu halten. Das war ja eine sehr interessante letzte Sendung. Und deswegen fahren wir jetzt hier auf Seite 330 mit demselben Thema fort. Das nach dem Motto heißt eben, die Katholiken können einem Ketzer etwas schwören, etwas versprechen, aber sie sind absolut nicht gehalten, um es zu halten. Und wenn sie ihr Versprechen oder ihren Schwur sogar brechen, dann ist das noch nicht einmal eine Übertretung im Sinne einer Sünde, ein Meineid oder was, sondern es wird ihnen von der römisch-katholischen Kirche, von der Hierarchie vergeben. Wie gesagt, wir kommen an ein paar sehr interessante Dinge, die wir jetzt lesen wollen. Und deswegen fange ich mal an. Hier unten auf Seite 330 heißt es, als Heinrich von Valois 1573 zum Könige von Polen erwählt war, bemühte sich der Kardinal Hosius, den Eid zu verhindern, welchen den Polen ihre religiöse Freiheit bestätigen sollte. Und da ihm dies nicht gelang, empfahl er dem neuen Herrscher offen, meineidig zu werden und versicherte ihm, dass er für diesen Eidbruch nicht einmal der Absolution bedürfe. Also er müsse damit noch nicht mal zur Buße gehen, in den Beichtstuhl gehen, weil sein Schwur an sich unverbindlich sei. In einer Fußnote lesen wir darüber, dass Krasinski ist der bei weitem ausgezeichnetste und zuverlässigste aller polnischen neueren Historiker. Seine Kirchengeschichte ist ein vorzügliches Werk, was er hier geschrieben hat und woraus dieses Zitat genommen ist. Das erfahren wir in der Fußnote. Aber es geht noch viel schlimmer. Nämlich noch teuflischer war der Rat des Prälaten Solikowski, welcher dahin ging, Zitat: Er möge nur getrost alles versprechen und beschwören, was man von ihm begehren würde. Wenn er erst auf dem Throne sich befestigt habe, werde er ja Mittel finden, die Ketzerei auch ohne offenbare Gewalt auszurotten. Ende Zitat. Das Verfahren der römisch-katholischen Kirche den Dissidenten vor und in der Reformationszeit gegenüber ist eine fortlaufende Reihe von Treulosigkeiten aller Art. Nun, wenn wir diesen Satz lesen, dann müssen wir noch mal kurz in die Geschichte zurückgehen. Das Verfahren der römischen Kirche den Dissidenten vor der Reformationszeit gegenüber ist eine fortlaufende Reihe von Treulosigkeiten aller Art. Wir hatten ja bereits letztes Mal und auch andere Male darüber gesprochen, über die Geschichte von Jan Hus, der freies Geleit sowohl vom Kaiser als auch vom Papst versprochen bekommen hatte zu dem Konzil von Konstanz 1415. Und dort haben beide ihr Versprechen gebrochen. Und Jan Hus wurde vor Gericht gestellt, ein Inquisitionsgericht, wurde der Ketzerei verurteilt und wurde dort lebendig verbrannt. Das ist nur ein Beispiel davon. Und deswegen ist dieser Satz so wichtig, dass wir uns immer an diese historischen Dinge bitteschön erinnern. Es gibt noch viele andere historische
Momente, wo man sich daran erinnern kann. Aber da kommen wir später in dieser Lesung auch noch drauf zu. Das war bei den Albigensern so, das war bei den Waldensern so, denen Versprechen gemacht wurden, und das lesen wir nachher auch noch. Und da müsst ihr euch bitte immer wieder diesen Satz ins Gedächtnis zurückrufen. Das Verfahren der römisch-katholischen Kirche, den Dissidenten, also den Abtrünnigen ihrer Kirche, ja, den Ketzern mit anderen Worten, vor und in der Reformationszeit, also nicht nur in der Reformation, sondern schon bereits Jahrhunderte davor, gegenüber ist eine fortlaufende Reihe von Treulosigkeiten aller Art. Also die römisch-katholische Kirche hat eine Geschichte davon, dass sie Menschen Dinge verspricht und wenn es soweit kommt, dass sie sie nicht hält. Oder dass sie sie nicht nur nicht hält, sondern sogar bricht und ins Gegenteil verkehrt. Ja? Ein sicheres Geleit umdreht in eine Verfolgung, die endet in einer Exekution zum Beispiel. Das ist Geschichte in der römisch-katholischen Kirche. Und ich sage das deswegen mit solchem Nachdruck, und ich finde es deswegen so wichtig, dass wir uns davon bewusst sind, weil wir heute wieder in einer Zeit leben, in der diese Kirche viel versprechen wird. Wir leben in sehr unruhigen Zeiten. Und der Antichrist, der Papst, Franziskus oder ein anderer, wird noch eine ganze Menge Dinge sagen, wo viele Leute sagen werden, ja, wow, das klingt ja alles ganz annehmbar, das klingt ja alles ganz gut, ja, wenn das so ist, dann ist das ja alles ganz toll. Nee, ist es nicht. Die wahre Politik der römisch-katholischen Kirche ist eine andere. Sie ist eine heuchlerische Kirche, sie ist eine Lügenkirche, sie baut auf der Lüge, weil sie hat den Vater der Lüge, den Satan, zum Vater, zum Stifter, ja, zum Gründer gehabt. Jede derartige Partei, die so töricht war, ihr zu trauen, wie zum Beispiel Jan Hus, ist getäuscht worden und ohne die geringsten Bedenken und Gewissensbisse hat sie die feierlichsten Verträge gebrochen und mit Füßen getreten. Und deswegen habe ich hier nochmal einen kleinen Kommentar zugefügt. Das sollte sich die ökumenische Bewegung mal erinnern. Heute, ihr wisst ja, die ökumenische Bewegung hat ja richtig Fahrt aufgenommen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil von den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und da wurden ja so viele Versprechungen gemacht von, ach ja, das sind ja jetzt auch keine Ketzer mehr, sondern es sind getrennte Brüder und das ist ja alles gar nicht so wild und. All diese ganzen Versprechungen, da sollte man sich mal dran erinnern. Vor allen Dingen sollten sich darin mal die Lutheraner erinnern, die mit ihrem Vertrag der gemeinsamen Rechtfertigungslehre vom 31. Oktober 1999 ja ihre Glaubensüberzeugung an den Antichristen verkauft haben. Das Problem ist, sie lernen nicht aus der Vergangenheit und deswegen ist eben so eine Buchlesung sicher in einer Zeit wie heute so wichtig, dass die Leute hieraus lernen aus der Vergangenheit, dass die römisch-katholische Kirche unveränderlich ist, was diese Taktiken angeht, dass sie einem das Blaue vom Himmel verspricht, aber dann genau das Gegenteil gibt. Fühlte sie sich stark genug und erheischte es das Interesse der Hierarchie, so waren sie ihr nicht mehr als die Bastseile an Simons Armen auf dem Lager der Delilah. Um sie abzuschütteln, hatte sie sich augenblicklich Fesseln anlegen lassen. Nun war der Zweck erreicht. Geschah doch solches alles nur zur größeren Ehre Gottes. Was kam es darauf an, ob Städte dadurch verbrannt, Provinzen verwüstet, Länder verheert, Tausende und Millionen geschlachtet wurden? Könnten die Schneegründe der Alpen, der blutgetränkte Boden Frankreichs, die Kerker Spaniens und Italiens ihre Toten wiedergeben, so würden Scharen von Bekennern des Christentums erzählen, wie das Papsttum mit Eiden und Verträgen wirklich umgeht. Die Gräber schweigen. Aber der Geschichte den Mund zu stopfen, reicht glücklicherweise Roms Tyrannei nicht hin. Ein Beispiel statt vieler. Im Albigenserkriege hatte Ludwig IX. Von Frankreich nach mehrmonatlicher Belagerung im Jahre 1226 es bereits aufgegeben, die Stadt Avignon zu erobern. Da kam der päpstliche Legat auf den gescheiten, also gescheiten würden wir heute sagen, Einfall, angesichts der Bürger vor dem Stadttor zu schwören, Zitat, wenn man die Tore öffne, wolle er allein mit den Prälaten hineingehen, um den Glauben der Bewohner zu prüfen. Ha, die Tore werden geöffnet. Der Legat zieht ein, hinter ihm das Heer.
Hunderte von Häusern werden zerstört, Massen von Einwohnern ermordet, von den Zurückbleibenden viele als Geißeln weggeschleppt. So wird der Glaube geprüft. Konvertiere oder stirb. Ähnliches hat sich in den Vertilgungskämpfen gegen die Waldenser ständig wiederholt. Wenn die Verfolger ihrer nicht Meister werden konnten, mussten Verträge den Weg zu neuen Kreuzzügen und neuen Morden bahnen, bis ihre Gebete verstummten, Europa ihres Fleißes beraubt war und die Felsen der Alpen nur noch ihre bleichenden Gebeine aufwiesen. Nicht vergeblich sind sie geopfert worden auf dem Altar des Glaubens. Eine Stimme aus alter Zeit klingt an unser Ohr und Herz, ertönt auf den Bergen und ihr Echo hört man am Meere. Und da das Lamm das fünfte Siegel auftat, sah ich unter dem Altare die Seelen derer, die erwürget waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie schrien mit großer Stimme und sprachen: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest und rächest du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeglichen ein weißes Kleid, und ward zu ihnen gesagt, dass sie ruhten noch eine Zeit, bis das vollends dazu kämen, ihre Mitknechte und ihre Brüder, die auch noch sollten, ertötet werden, gleich wie sie. Das ist ein Stück aus der Offenbarung, Kapitel 6, Verse 9 bis 11. Anderwärts war es nicht besser. Den Schlächtereien Albas in den Niederlanden, wovon heute übrigens kein Mensch mehr spricht. Ich habe heute noch meinem Postboten erzählt, hier in Belgien, ob er sich vielleicht mal daran erinnert, dass im Jahr 1538 3 Millionen Niederländer unter Interdikt gestellt wurden, also exkommuniziert wurden vom Papst und von daher zum Schlachten freigegeben wurden, ja, zum Töten freigegeben wurden. Die wurden alle des Todes verurteilt. 3 Millionen Niederländer in der Hochzeit des Protestantismus, der Mitte des 16. Jahrhunderts. Ja, da guckte der mich an und sagte von, ja, ich sage ja. Es hilft manchmal, wenn man Geschichte kennt. Die Schlächtereien Albas in den Niederlanden gingen auch feierliche Versprechungen und Verträge vorher. Und mit Blutgerüsten und Kerkern für Tausende hat Philipp II., ja, der spanische König in der Zeit, die verpfändete Treue und die Ehre Spaniens von seinen flandrischen Untertanen eingelöst. In Polen, wo es bald nach Beginn der Reformation kaum zweifelhaft war, dass das Evangelium einen vollständigen Sieg über das Papsttum davontragen würde, haben die Umtriebe der päpstlichen Legaten, unter denen der Name Lippomanni als ein Brandmal in der Geschichte dieses unglücklichen Volkes oben ansteht, es vorzüglich bewirkt, dass die Finsternis den Sieg wieder erlangte. Für Lippomanni habe ich hier lediglich einen Link von Wikipedia eingeschrieben, dass man sich den öffnen kann und anschauen kann, wer Lippomanni war. Da steht aber in Wikipedia nicht besonders viel drin. Aber jetzt wird es interessant. Da sie die Könige Polens am Ende des 16. und im Anfang des 17. Jahrhunderts ermunterten, die den Ketzern gelobte Treue nicht zu halten und die Gesetze mit schlauer List zu umgehen, da sie ferner in ihrem fluchwürdigen Beginnen durch den Wankelmut des Adels und des Volkes unterstützt wurden, ist Polen geworden, was es ist. Ein zertretenes Land, ein Zeugnis von den Gerichten Gottes über leichtsinnige Verschleuderer der Wahrheit. Nun seht ihr auch hier ein gelbes angestrichenes Wort Wahrheit, weil ich da einen Kommentar zugeschrieben habe und den werde ich auch gleich erläutern. Den habe ich heute erst noch ein bisschen erweitert. Da stand ursprünglich ein kleiner Kommentar, den habe ich heute größer gemacht, weil mir einfiel, dass ich im Jahre 2013 eine englische Sendung mit damals Walt Stickel gemacht hatte. 7 verschiedene Sendungen in total. Die haben wir aufgenommen gegen, ich weiß, Oktober oder sowas ungefähr, 2013. Also da war ich noch ein ganz, ganz junger Christ. Also von der Wiedergeburt her gesehen, die Zeit. Und auch noch nicht so geschult im Lesen und in der Bibel wie heute. Obwohl ich da immer noch zu kurz komme, das ist eine andere Sache.
Aber wir hatten da 7 Sendungen gemacht, die sind getitelt The Jesuits Derouting the Reformation, ja, womit ich zum Ausdruck bringen wollte, dass die Jesuiten die Reformation ausgerottet an der Wurzel haben. 7 interessante Sendungen, also zumindest 6 davon oder so sind ganz interessant. Und ich habe damals viele Papiere zusammengetragen und hatte auch über Polen gesprochen. Und deswegen schauen wir uns den Kommentar jetzt mal eben an. Ja? Also wir lesen noch mal kurz den Satz, dass wir wissen, worum es geht. Und dann gehen wir mal kurz in meinen Kommentar rein. Da sie die Könige Polens am Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts ermunterten, die den Ketzern gelobte Treue nicht zu halten, ja, also Versprechen und Eide zu brechen, und die Gesetze mit schlauer List zu umgehen, da sie ferner in ihrem fluchwürdigen Beginnen durch den Wankelmut des Adels und des Volkes unterstützt wurden, ist Polen geworden, was es ist. Ein zertretenes Land, ein Zeugnis von den Gerichten Gottes über leichtsinnige Verschleuderer der Wahrheit. In den Kommentar. Der alte Kommentar ist hier der erste Absatz. Der beständige Kampf der römisch-katholischen Kirche um Polen hat natürlich auch den Hintergrund, dass es ein Nachbar Russlands ist, das orthodox ist und somit ist Polen ein wichtiger strategischer Punkt für Rom. Wir sollten das ungefähr damit vergleichen können, mit Serbien. Wer ein wenig sich mit der Geschichte des Balkan auseinandergesetzt hat, dem fällt auf, dass Serbien immer wieder ein, ich sag mal, Brandherd war, den die römisch-katholische Kirche sehr gerne benutzt hat, um ihn anzuzünden, um dort ihre Macht zu zeigen und nicht nur ihre Macht zu zeigen, sondern vor allen Dingen, um dafür zu sorgen, dass dort sehr viele Menschen ermordet wurden und verfolgt wurden, die einen anderen Glauben als den der römisch-katholischen Kirche. Nun Serbien oder Jugoslawien, wie es dann auch eine ganze Zeit lang hieß und auch heute, wo es wieder aufgeteilt ist in viele Kleinstaaten, wo wir Serbien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien und so weiter haben. Die Gegend dort unten am Balkan ist auch eine ganz, ganz wichtige geostrategische Lage für den Vatikan, weil eben da die Grenze ist zum russischen orthodoxen oder zum russischen orthodoxen Glauben, ja, zur russisch-orthodoxen Kirche. Die orthodoxe Kirche hat sich ja im 11. Jahrhundert, Mitte des 11. Jahrhunderts, 1054 von der römisch-katholischen Kirche abgetrennt, weil sie eben verschiedene Dogmen des römischen Katholizismus nicht weiter geteilt haben. Seitdem gibt es die Ostkirche und die Westkirche. Beide sind katholisch, darf man nie vergessen. Ja. Aber die Ostkirche muss wieder in die Westkirche eingegliedert werden. Das ist ein Streit, der geht inzwischen schon knapp 1000 Jahre. Und da hat es im letzten Jahrhundert einige ganz interessante Wendungen gegeben, denen man sich bewusst sein sollte, die man mal nachforschen sollte. Das sind hauptsächlich die Erscheinungen zum Beispiel der Fatima in Portugal, die ja eine Nachricht mit ihrer Erscheinung gegeben hat. Und die Nachricht ist eben teilweise auch darin, dass sie sagt, dass Russland von der römisch-katholischen Kirche bekehrt werden muss. Also mit anderen Worten, dass Russland römisch-katholisch werden muss, anstatt orthodox-katholisch bleiben soll, wie es ist. Das sagt die Jungfrau Maria. Und wer die Lesung der Eine Himmelskönigin verfolgt hat, der weiß, wofür die Maria steht, dass das Aussagen des Satan sind. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, dass diese Erscheinungen eben bestimmte Botschaften mitgeben und diese Botschaften werden natürlich dann, da wird in der Politik und vor allen Dingen in der vatikanischen Politik für gesorgt, dass diese Botschaften eben auch sich erfüllen werden. Da wird dann eben nachgeholfen. Ja? Man arbeitet ja sozusagen im Auftrage Gottes oder der Mutter Gottes, was ja für die römischen Katholiken da sogar noch drüber steht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und halt, wir haben einmal den Balkan unten mit Serbien, wo ja bereits das der Auslöser des Ersten Weltkriegs war. Man weiß ja, dass damals dort der serbische Thronfolger ermordet wurde. War, glaube ich, der serbische oder der kroatische Thronfolger. Das kriege ich jetzt eben so genau auf die Reihe. Dieser Prinz Ferdinand oder wie der hieß. Das war ein Franz jesuitischer Ferdinand. Anschlag. Bitte? Franz Ferdinand.
Franz Ferdinand, ja, danke. Das war ein jesuitischer Anschlag für jeden, der das mal ein wenig studieren möchte, weil dieser nötig war, um eben diesen Ersten Weltkrieg auszulösen. Im Zweiten Weltkrieg ist ja Jugoslawien auseinandergebrochen und da hat sich dann Kroatien als ein unabhängiger Staat selbstständig gemacht. Das ist der NDH und da habe ich ja Lesungen drüber gemacht, unter anderem in dem Buch mit Gott und den Faschisten, unter anderem in ein paar Kapiteln in die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Habe berichtet von dem Konzentrationslager Jasenovac. Da will ich auch noch mal ein ganzes Buch drüber lesen von dem DDJ. Da bin ich noch nicht zu gekommen. Das wird auch noch kommen, weil eben dort die orthodoxen Serben eben die Grenze waren mit dem römisch-katholischen. Das heißt, die Kroaten waren römisch-katholisch und die Serben waren orthodox-katholisch. Und die haben eine ganz starke Verfolgung gelitten, eben weil das eine Grenzregion ist. Und wenn man das jetzt mal überträgt, ein wenig weiter in den Norden, dann sind wir in Polen. Polen wurde im Ersten Weltkrieg überlaufen von den Deutschen. Polen wurde im Zweiten Weltkrieg, ich glaube, 6 Wochen hat dieser sogenannte Blitzkrieg gedauert, bis Polen unterworfen wurde. Und Polen wurde dann von den Deutschen unglaublich missbraucht. Man erinnert sich nur mal bitte schön an das jüdische Ghetto in Warschau. Man erinnere sich nur mal daran, dass die ganzen sogenannten Konzentrationsvernichtungslager alle in Polen gelegen haben. Das hat schon seinen Grund. Der geht ein wenig tiefer, als das oberflächlich zuerst mal scheint. Also da muss man sich mal ein wenig mit beschäftigen. Serbien und Polen haben gemein, dass sie beide ein Grenzland sind, wo der römische Katholizismus auf den orthodoxen Katholizismus der Ostkirche stößt. Und das ist der römisch-katholischen Kirche ein Dorn im Auge und deswegen sind diese Grenzländer immer unglaublich der Verfolgung ausgesetzt. Jetzt gehen wir noch mal ein wenig in die Geschichte Polens rein. Da wird für einige Leute wahrscheinlich einige Dinge hier sein, die sie so noch nicht kennen. Die habe ich halt damals in der Sendung von 2013 gesagt. Ein alter Text von mir, wie gesagt, der lautet Jesuits Derouting the Reformation, ja, also die Jesuiten, die die Reformation bei der Wurzel ausrotten, gibt es auf archive.org. Der Link ist hier mit bei, da kann man sich das gratis runterladen, das Papier. Das ist aber durcheinander Deutsch und Englisch geschrieben, viele Links da drin, aber damals war ich noch nicht so pedantisch mit solchen Sachen, wie ich das heute bin. Und dann habe ich hier auch noch den Link des ersten Videos reingemacht. Das sind 7 Videos in total, das kann man sich da anschauen, das ist halt Englisch. Und dann habe ich aus dem Papier, was ich damals hatte, teilweise in Englisch und in Deutsch, jetzt hier in Englisch, die Dinge rausgeholt und habe sie dann für unsere Sendung heute hier übersetzt ins Deutsche. Und ich hatte damals bereits vorgelesen in den Papieren einer der Sendungen, Zitat, Polen mag heute durchaus katholisch sein, also römisch-katholisch, aber die Reformation machte in diesem Land Mitte und später im 16. Jahrhundert große Fortschritte. Ja, also in der Mitte und im späteren 16. Jahrhundert. Es ist ein Paradebeispiel für die Schwächen der Reformbewegung und die Erfolge der katholischen Gegen- oder Konter- oder Konterreformation. Wittenberger Studenten, also diejenigen, die Martin Luther gefolgt waren, die von Martin Luther ausgebildet waren Mitte des 16. Jahrhunderts, brachten die Reformbotschaft früh nach Danzig und nach Krakau. Aber hier wie anderswo wirkten sich nationale Gefühle direkt auf den Verlauf der Reformbewegung aus. Teilweise wegen der polnischen politischen Tradition, teils wegen langjähriger Beziehungen zu Frankreich, das ja immer ein Feind Deutschlands mehr oder weniger war. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, um das zu begründen, das würde viel zu lange dauern. Aber Polen war immer sehr befreundet mit Frankreich. Frankreich war mehr oder weniger nicht so freundlich gesinnt gegenüber Deutschland. Und daher kommt eine gewisse antideutsche Stimmung in Polen oftmals. Und teils wegen einer wachsenden Abneigung gegen die Deutschen nahmen die Polen den Calvinismus und die calvinistischen Sekten viel stärker auf. Ne, Calvin hat ja vor allen Dingen in Frankreich als Reformator gearbeitet, Frankreich und Schweiz. Als größter Erfolg der gegenreformatorischen Anstrengungen des Ordens wird Polen angesehen. Das heißt, die Jesuiten rühmen sich heute noch, dass sie in Polen ein Paradebeispiel ihrer Arbeit der Umkehr erledigt haben. Es ist auch erwähnenswert, dass die Hussiten, ja, das sind also diejenigen, die Jan Hus gefolgt haben, die aus Tschechien, aus Prag kommen, in Westpolen gediehen waren. Also die konnten da leben und die konnten sich da gut entwickeln, so dass das Land eine lange Tradition der Unzufriedenheit mit dem Klerus hatte, weil die Hussiten waren natürlich mit der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche nicht glücklich.
Darüber hinaus hatte das Land auch eine lange Tradition religiöser Toleranz, etwas, was die römisch-katholische Kirche überhaupt nicht kennt. Viele Juden, und jetzt lesen wir auch ein wenig von, warum denn so viele Juden in Polen sich immer angesiedelt haben. Die waren vor den Verfolgungen im Westen. Warum wurden denn die Juden im Westen verfolgt, bitteschön? Weil im Westen die römisch-katholische Kirche regiert hat. Und die römisch-katholische Kirche ist von Anfang an ein Feind der Juden. Die sind nach Osten geflohen. Das erste östliche Land, wohin man fliehen konnte, wenn man das heilige römische Reich Deutscher Nation, wie es damals hieß, verlassen hatte, war Polen. Das ist ganz, ganz wichtige Geschichte, dass wir verstehen, dass darum Polen schon immer ein Land war, das sehr viele Juden beherbergt hat. Sonst fragt man sich immer, wie kommt das denn? Vor allen Dingen, wenn man immer diese ganzen Falschinformationen kriegt von den Khazaren und so weiter, die aus dem Osten dahergekommen sind und so weiter und so weiter. Also, viele Juden waren vor den Verfolgungen im Westen des Römischen Reiches dorthin geflohen und in Litauen gab es sogar eine islamisch-tatarische Bevölkerung. In diesem Fall haben sich in Polen verschiedene Reformkirchen niedergelassen, insbesondere in den 1540er und 1550er Jahren, also Mitte des 16. Jahrhunderts, wie wir bereits besprachen, wo die Reformationsideen in Polen sich gut durchgesetzt haben. Während Ideen und Enklaven überall zu finden waren, blühten in verschiedenen Regionen Polens verschiedene Arten des Protestantismus auf. Also zum Beispiel Calvinismus, Lutheranismus und so weiter. Genau aus dem gleichen Grund wie in Deutschland. Aufgrund der Präferenzen und des Schutzes des lokalen Adels. Wir wissen ja zum Beispiel, Martin Luther hatte ja den Schutz des lokalen Adels genossen. Der, wie hieß er denn da, der Fürst von Sachsen oder was, der hat ihn doch beschützt. Da kommt jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Ist auch nicht so wichtig. Der Adel im 16. Jahrhundert in Polen, ja, war protestantisch. Die polnischen Könige jedoch, die waren katholisch. König Sigismund III., der regierte von 1586 bis 1632, der wurde von Jesuiten ausgebildet. 1717 wurde der Neubau evangelischer Kirchen verboten und alle seit 1632 erbauten evangelischen Kirchen wurden befohlen, niederzureißen. Für den Abfall vom katholischen Glauben war nun die Todesstrafe vorgesehen. Den Jesuiten war es in gerade einmal einem halben Jahrhundert gelungen, den Katholizismus dauerhaft im Land zu verankern. Und wie der dann, obwohl Polen durch eine Zeit des Kommunismus, also Atheismus ging im 20. Jahrhundert, wieder Einzug gehalten hat, das haben wir unter anderem auch gesehen in der Lesung von Herrscher des Bösen, wo es um die heilige oder besser gesagt unheilige Allianz ging von Präsident Reagan mit Antichristpapst Johannes Paul II., wo die sich eben zusammengesetzt haben, mit anderen Worten verschworen haben, eben den Kommunismus zu Fall zu bringen. Wobei das natürlich alles nur Theater ist, weil der Kommunismus wird genauso wie Reagan von den Jesuiten geleitet. Und die Jesuiten treiben da ihre Spielchen, weil wenn sie ihre Spielchen treiben, sie zwischen ihren Spielchen die Menschheit aufreiben können und diejenigen vernichten können, die sie für die Vernichtung ausgewählt haben, die hauptsächlich Protestanten sind, aber eben auch Juden und auch andere nicht-katholische Glaubensrichtungen, wie zum Beispiel in Vietnam, Why Did We Go? Deswegen lese ich das Buch gerade, zum Beispiel der Buddhismus. Ja, es ist ein unglaublich interessantes Buch, kann ich nur jedem empfehlen. Und übrigens habe ich von Schwester Renate erfahren, dass es das sogar als PDF gibt. Sie hat mir das PDF geschickt, also man muss das Vietnam, Why Did We Go? Noch nicht mal kaufen. Man kann es sogar als PDF gratis runterladen und jeder, der mich anschreibt, dem stelle ich das zur Verfügung. Mal sehen, ob ich das auf meinem eigenen archive.org auch hochlade. Also ein sehr, sehr, sehr interessantes Buch. Ich bin schon auf Seite 102 von knapp 190 Seiten in dem Buch. Habe am Wochenende viel lesen können. Aber um nochmal eben jetzt auf den Artikel hier zurückzukommen. Ja. Interessant ist, dass der Adel im 16. Jahrhundert protestantisch war, aber die polnischen Könige waren katholisch. Das war also ein, ja, nicht direkt ein Widerspruch, aber das war ein Problem in der Regierung. Ja. Während die, sage ich jetzt mal, kommunalen Herrscher, um es jetzt mal so auszudrücken, oder die regionalen Herrscher, den Menschen Religionsfreiheit zugesichert haben, hat der König, der katholisch war, eben das nicht gemacht. Und deswegen kam es immer zu Konflikten.
Und durch den Einsatz und die Wirkung der Jesuiten, durch den Aufbau von Schulen, durch die Jesuiten von den Kanzeln lehren zu lassen, haben sie es tatsächlich geschafft, innerhalb von, ich glaube, zwischen 50 und 75 Jahren, von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts Polen komplett vom Protestantismus umzukehren und katholisch zu machen. Und das sind sie auch heute noch, wie gesagt, nachdem in den 80er Jahren, späten 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, ja, mit der Solidarność, sogenannte Solidaritätsbewegung von dem Lech Wałęsa, da auch wieder ein Umsturz passiert ist und die Leute heutzutage in Polen wieder so katholisch sind, wie sie damals im 17. Jahrhundert waren. Also es ist eine sehr interessante Geschichte, sich auch mal mit dem Land Polen zu beschäftigen. Und je mehr man diese Dinge hier mit beinimmt, desto mehr man das im Grunde auch versteht. Ja, möchte da jemand einen Kommentar geben, weil ich hörte da gerade ein Ja, Räuspern. schon vor dem Mauerfall, vor dem Fall des 89, Kommunismus, ja. ja, war schon auch unter den Kommunisten der Katholizismus aus Polen nicht rauszutreiben. Die Kirche hatte da immer noch mächtig was zu sagen und die hat auch die Gegenbewegungen und die Opposition mächtig unterstützt, also schon halt früher. Bevor der Kommunismus gefallen ist, hatte Die haben wirklich. ja zum Fall des Kommunismus beigetragen. Vielleicht habe ich das nicht deutlich genug gesagt, aber die Solidarność-Bewegung wurde ja Anfang der 80er Jahre letzten Jahrhunderts gegründet. Ja, aber das klang da so, als würde das sich jetzt erst nach dem Fall des Sowjetunion Katholizismus festgesetzt haben. Aber das war schon vorher wahrscheinlich seitdem, dass vom Protestantismus umgedreht wurde, konstant, dann denke ich mir, erzkatholisch und die Kirche hatte da wirklich was zu sagen. Naja, Polen ging nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Besetzung durch die Sowjetunion durch eine Reinigungszeit, in der Atheismus regiert hat und nicht Katholizismus. Also die römisch-katholische Kirche war ja mehr oder weniger im Untergrund in der Zeit des Sozialismus oder des Kommunismus durch die Herrschaft der Sowjetunion. Ja? Also so wie ich das in den 80er, 70er erlebt habe, dass vielleicht mal früher nach dem Krieg oder so, wo es dann diese Sowjetisierung strenger genommen wurde, aber zu meiner Zeit, 70er, 80er, war die Kirche sehr offen und überall dabei. Also zumindest jetzt so für sich, jetzt nicht im staatlichen Fernsehen oder irgendwie sowas mit der Regierung zusammen, aber die war überall präsent, überall voll besucht. Und das Wort hatte auch eine Bedeutung. Ja, nur Musste sich also nicht verstecken. du weißt genauso gut wie ich, dass die römisch-katholische Kirche favorisiert, dass die geistige über der weltlichen Macht herrscht. Und diese Herrschaft hat es in Polen nicht gegeben. Die römisch-katholische Kirche war dem Staat untertan, mehr oder weniger in den Jahren. Bis dann die Bewegung mit der Solidarność kam, was natürlich alles römisch-katholisch unterstützt war von Anfang an. Diese ganze Revolution, die da angezettelt wurde, war ja im Grunde alles gesteuert. Ja? War gesteuert von US-Geldern. Ja? Die USA haben da eine ganze Menge mitgespielt. Und die Pamphlete, die gedruckt wurden, die ganzen Druckmaschinen, die da reingeschleust wurden und sowas, das wurde alles mit Mitarbeit der CIA geliefert. Und das hat eben Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre zu dem Wachsen dieser Gewerkschaft da geführt, wo der Lech Wałęsa ja ein Anführer war. Und der Lech Wałęsa war ja ein hundertprozentiger Katholik. Was ich sagen wollte, ist, dass in den Jahren nach dem Krieg bis Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre die römisch-katholische Kirche dort nicht die Macht hatte, um dort zu regieren, wie sie das in anderen katholischen Ländern macht, wo eben die geistige über der weltlichen Macht steht und wo Kirche und Staat vereint sind. Das war ja in Polen nun nicht der Fall. Da sind wir uns ja wohl einig drüber. Ja, wie das da im Hintergrund ausgesehen hat, wer hat da die Oberhand gehabt hat, das kann ich so von meiner Erfahrung nicht sagen. Wahrscheinlich war das so. Das, was ich so kennengelernt habe und von meinen Eltern, zumindest im Volk hatte die Kirche viel zu sagen. Ja, Jetzt sagen wahrscheinlich. das streite ich nicht ab, aber das ist ja auch genau das, was auch gerade aus meinem Artikel hervorgehen sollte,
dass eben durch die Arbeit der Jesuiten im Ende des 16. und bis in das 17. Jahrhundert hinein dafür gesorgt haben, dass sie innerhalb von 50 Jahren, 50 bis 75 Jahren dafür gesorgt haben, dass protestantische Polen im Volk, nicht in der Regierung, die Könige waren sowieso schon katholisch und teilweise wie Sigismund III. Ja auch von Jesuiten ausgebildet, das Volk umzudrehen vom Protestantismus in den Katholizismus. Die waren katholisch, die waren auch katholisch in der Zeit der sowjetischen Besatzung, verstehe mich jetzt da nicht verkehrt. Ich sage ja nicht, dass die Leute nicht katholisch waren, aber die katholische Kirche hatte nicht die Macht in dem Land, wie sie sie hatte. Und die haben mit dieser Solidarność-Bewegung dafür gesorgt, dass die Kirche wieder die Macht hatte, weil die Solidarność-Bewegung und dann auch die eingesetzte Regierung danach ist römisch-katholisch. Und damit hat die römisch-katholische Kirche es geschafft, das wieder umzudrehen. Und Polen ist halt deswegen ein sehr wichtiger Brennpunkt, weil eben Polen ein Grenzland ist zur Sowjetunion, die zwischen Anführungszeichen atheistisch-kommunistisch ist. Aber wir als bibelgläubige Christen wissen, dass die Jesuiten beide Seiten leiten und dass die sogenannten Atheisten oder Kommunisten auf der sowjetischen Seite genauso für den Papst arbeiten im Jesuitenorden wie die auf der westlichen, ob das jetzt die katholische oder protestantische Seite ist. Das war der Punkt, den ich im Grunde machen wollte. Ich habe nicht, verstehe mich nicht verkehrt, ich habe nicht über das Volk gesprochen. Ich habe gesprochen von der Regierung. Ja? Mhm. Mir ging es um die Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Die war kommunistisch, die war atheistisch, die hat die Kirche unterdrückt, hat die Kirche in den Untergrund gedrückt, hat die Kirche auch verfolgt, genauso wie Hitler die römisch-katholische Kirche verfolgt hat, wovon wir ganz deutlich gelernt haben, dass die Liberalen in der Kirche verfolgt wurden. Ja? Die römisch-katholische Kirche gebraucht solche Momente immer dafür, um die Liberalen zu verfolgen. Die Liberalen sind alle diejenigen, die nicht 100% tridentinisch sind in ihrer Lehre. Und wie wichtig die tridentinische Lehre ist, das ist ja, glaube ich, aus der Lesung dieses Buches bis jetzt ganz gut vorgegangen. Ne? Und zu der entfernten Geschichte, also im 1500 noch was und 1600 noch was, da ist Königreich Polen zu seiner Blüte gekommen. Die haben eine Allianz mit Litauen geführt und haben sich von der Oder bis fast zum Schwarzen Meer ausgebreitet und waren eine starke Macht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Ende 1600, Anfang 1700, wahrscheinlich Anfang 1700, hatten die Streitigkeiten und es hat angefangen zu bröckeln. Ob das jetzt auch damit zu tun hat, dass da die Jesuiten mit aufgemischt haben und Zwist getrieben haben, kann ich natürlich nicht sagen. Aber 1500 noch was, 1600 noch was, war das ein sehr großes Reich, Allianz mit Litauen und danach Streitigkeiten und es hat dann so angefangen zu bröckeln, dass es das Land gar nicht mehr gab in nächster Zeit. Das habe ich hier ja auch versucht, eben ganz deutlich zu machen, wo ich das hier gelesen habe. In der Mitte und im späten 16. Jahrhundert machte das Land große Fortschritte, eben weil es reformatorisch war, weil es protestantisch war, vor allen Dingen, weil das Volk protestantisch war. Und wie gesagt, der Adel war auch protestantisch, wie hier unten steht. Der Adel im 16. Jahrhundert war protestantisch. Was heißt denn das? Das heißt, dass diejenigen, die regional regiert haben, eben dafür gesorgt haben, dass es ein blühendes Land wurde. Ich meine, wir nehmen jetzt mal Polen hier als Beispiel und gehen da im Grunde nur ganz kurz drauf ein, aber denken wir doch mal an Frankreich, denken wir doch mal an den Süden von Frankreich, wo die Waldenser waren, wo die Hugenotten waren und gelebt haben. Das waren blühende Städte. Da hat es Fortschritt gegeben in der Zeit, eben durch den Protestantismus. Frankreich hat einen ganz großen Aderlass gehabt, als 1685 das Edikt von Nantes zurückgerufen wurde von dem König Ludwig XIV. Und eben 500.000 Hugenotten ermordet wurden und 500.000 Hugenotten ausgezogen sind aus Frankreich. Die haben ihren ganzen Mittelstand, die haben ihre Künstler verloren, die haben ihre Handwerker verloren, die Weber, die Spinner, die Schmiede und Bäcker und was weiß ich alles, all diese ganzen wichtigen Mittelstandsdinge, die haben sie alle komplett verloren dadurch und das war in Polen nicht viel anders, als das dann in den Katholizismus überging, ja. Davor, unter der protestantischen Seite, genau wie du jetzt gerade sagst, da haben sie floriert. Nur war eben nur das Volk war protestantisch, der Adel war protestantisch, aber das Königshaus war katholisch.
Und das hat eben dafür gesorgt, dass im Laufe der Zeit alles umgedreht wurde. Und wie gesagt, die Jesuiten brüsten sich da heute noch mit. Polen gilt bei ihnen als absolutes Vorbild, wie sie ein 100% katholisches Land, 100% protestantisches Land, 100% katholisch haben, umdrehen können. Innerhalb von 50 bis 75 Jahren. Das war hauptsächlich dann im 17. Jahrhundert. Deswegen lesen wir ja, Anfang des 18. Jahrhunderts, 1717, wurde der Neubau evangelischer Kirchen verboten. Na, da hat bereits der Katholizismus voll regiert, durch die Könige eben auch. Und natürlich seit 1632 alle neu erbauten Kirchen, also protestantischen Kirchen, wurden befohlen, niederzureißen. Da blieb dann so gut wie nichts mehr von über. Das war der Punkt, den ich machen wollte. Ja. Wie gesagt, da sie die Könige Polens am Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts ermunterten, die den Ketzern gelobte Treue nicht zu halten und die Gesetze mit schlauer List zu umgehen, da sie ferner einem fluchwürdigen Beginnen durch den Wankelmut des Adels, die ja auch protestantisch waren, und des Volkes, das protestantisch waren, unterstützt wurden, ist Polen geworden, was es ist: ein zertretenes Land, ein Zeugnis von den Gerichten Gottes über leichtsinnige Verschleuderer der Wahrheit. Also Polen hat da geistig viel für bezahlt, um vom Protestantismus abgewichen zu sein, was nicht die Schuld des Volkes ist, sondern wo es wieder mal um die Regierung geht, um die Könige und allem drum und dran. In Ordnung, Marius? Ja, doch. Ja, wenn nicht, wenn ich was Verkehrtes sage, dann weise mich da bitte darauf hin, aber so habe ich es Bei dem damals schon nachgeschaut. Kommentar stand erst mal 1700 bei dem anderen und danach 1600. Ist das ein Fehler oder war das andere früher? Hier 1700 wurde Neubau verboten, Ja, aber schon früher 1717. 1600 wurden. Nein, nein, nein. 1717 wurde der Neubau evangelischer Kirche verboten und alle evangelischen Kirchen, die seit Ach so, 1632 erbaut wurden, die wurden befohlen, niederzureißen. Ja? Seit 1632 erbaut worden. Ja? Also Anfang nicht des 17. 1600 Jahrhunderts. Ja? befohlen niederzureißen. Genau. Okay. Also mit anderen Worten, die Hochzeit des Protestantismus in Polen fing an in den 1540er, 1550er Jahren und hat sich fortgesetzt bis Mitte des 17. Jahrhunderts. Und dann kamen die Jesuiten und haben von Mitte des 17. Jahrhunderts bis Anfang des 18. Jahrhunderts Polen umgedreht und dann eben 1717 ein Gesetz erlassen, dass evangelische Kirchen nicht mehr neu gebaut werden durften. Und all die evangelischen Kirchen, die seit 1632 gebaut wurden, wurde befohlen, niederzureißen. Das steht hier drin. Okay? Okay. Gut. Dann fahren wir noch ein wenig fort in dem Buch. Das war ja heute eine interessante Geschichtsstunde, hoffe ich mal. In den meisten Staaten des südlichen und in vielen des nördlichen und östlichen Deutschlands ist die evangelische Sache durch gleiche Treulosigkeit unterdrückt oder geschwächt worden. Und die mit kurzen Unterbrechungen ein Jahrhundert lang währenden Religionskriege wurden nur durch Verletzungen feierlich verbriefter Rechte und Verträge von Seiten römisch-katholischer Fürsten herbeigeführt. Ja, noch 1707 erklärte Antichrist Papst Clemens XI., als König Karl XII. Durch den Vertrag von Altranstädt den Evangelischen, namentlich in Schlesien, einige Vorteile erwirkt hatte, Zitat, dass solche Verträge von Anfang an und für immer null und nichtig wären und dass niemand verpflichtet wäre, sie im Ganzen oder einzeln zu halten, selbst wenn er sie durch einen Eid bekräftigt hätte. Ende Zitat. Also, was ich einem Ketzer verspreche, das muss ich nicht halten. Das ist ja das Thema dieses ganzen Artikels. Auch hier habe ich nochmal einen kleinen Kommentar zugefügt, dass wir wissen, was ist denn der Vertrag von Altranstädt? Ja, die Altranstädter Konvention oder auch der Vertrag von Altranstädt genannt, wurde am 1. September 1707 im Schloss zu Altranstädt zwischen Karl XII. Von Schweden und Kaiser Josef I. geschlossen, also der König von Schweden und der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Der Kaiser gewährte darin die Glaubensfreiheit für Schlesien. Den schlesischen Protestanten wurden 121 ihrer nach 1648 vertragswidrig beschlagnahmten Kirchen zurückgegeben und der Bau von 6 Gnadenkirchen in Sagan, Freistadt, Hirschberg, Landeshut, Militsch und in Teschen gestattet.
Ebenso durften die bestehenden drei Friedenskirchen von Glogau, Jauer und Schweidnitz mit Türmen und Glocken versehen werden. Das kann man nachlesen im Wikipedia in diesem Link über die Altranstädter Konvention. Und da der Link ja hier in dem Buch ist und das Buch gratis im Internet zu bekommen ist, könnt ihr euch das auch gerne da runterladen. Muss ich den noch nicht mal extra in die Beschreibungsbox dieses Videos mit einfügen. Das werde ich auch mit den Links weiterhin nicht mehr tun, die ich hier bespreche, weil ihr das alles in dem Buch zurückfindet und dann bitte euch die Mühe macht, die Bücher, ob es jetzt das in lateinischer Schrift ist oder das Original hier in der Frakturschrift, selber von meinem Archive runterzuladen und da ist all diese ganze Information mit drin. Der befleckteste Staat in dieser Beziehung ist aber Frankreich. Das alte Haus der Bourbonen, jetzt so schwer getroffen von des heiligen Gottes Gerichten, hat sich schwer versündigt durch Eidbruch, blutige Verfolgung und Justizmorde an den Gläubigen. Ja, wir erinnern zum Beispiel mal an St. Bartholomäus Nacht im 16. Jahrhundert, den Rückzug des Edikts von Nantes im 17. Jahrhundert und so weiter. Die ältesten Söhne der Kirche haben den Charakter des Papsttums in ihren Regierungsmaximen am treuesten ausgeprägt. Einen Vertrag nach dem anderen haben sie mit den Hugenotten geschlossen. Einen nach dem anderen haben sie auch gebrochen. Das erste, den Protestanten freie Religionsübung zusichernde Edikt, erschien 1561. Unmittelbar darauf waren sie genötigt, mit den Massen einen Vertragsbruch und Verfolgung sich zu verteidigen und als mit den Waffen gegen Vertragsbruch und Verfolgung sich zu verteidigen und als sie den Sieg erkämpft und neue Verträge ihren Gegnern abgerungen hatten, begann das alte Spiel von neuem. Im Namen desselben Königs, der ihnen Achtung ihrer Rechte geschworen, wurden sie überfallen, wo sie in geringer Zahl sich befanden, verfolgt, entwaffnet und unterdrückt. So wurde sechsmal ihnen Friede und Sicherheit mit Königswort und heiligem Eide gelobt. Und sechsmal wurden alle Verträge gebrochen, bis endlich durch eine Verschwörung mit dem Papst und dem Herzog Alba, der damaligen Seele Spaniens, ihr Unglück vollständig ward. Die Frucht des Komplottes war die vielleicht größte Schandtat der Weltgeschichte. Das Mordgemetzel, welches in der Bartholomäusnacht begann, Frankreich zu einer Schlächterbank machte und in drei Tagen seinen Boden mit 70.000 Leichen bedeckte. Bartholomäusnacht. Ja, ich habe da anscheinend ein Bild vorbereitet, soweit bin ich heute in meiner Vorbereitung nicht gekommen. Dann wollen wir uns mal eben das Bild anschauen, was ich hierfür vorbereitet habe. Das ist die Münze, die geprägt wurde, ne? Die römisch-katholische Kirche hat damals zur Feier der St. Bartholomäusnacht eine Münze in Auftrag gegeben zum Drucken, wo auf der einen Seite der Antichrist Gregor der 13. abgebildet ist, den wir auch kennen, unter anderem natürlich von dem Kalender, den er 10 Jahre später angepasst hat, 1582. Und hier sehen wir die Himmelskönigin, ja, mit Flügeln hinten dran und mit Schwert in der Hand und dem Kreuz in der Hand die Hugenotten hier verfolgen. Ja? Und hier steht in Lateinisch drauf, ich kann den Satz jetzt nicht lesen, aber hier geht es darum drauf, dass es die Hugenottenschlacht von 1572 hier eingetragen. Das ist eine Gedenkmünze, die der Papst nach der Schlacht aus leider Freude hat machen lassen. Er hat übrigens auch ein großes Tedeum gesungen und alles drum und dran, riesige Messen abgehalten, um diese Schlacht, die Schlacht von St. Bartholomäus, um die zu feiern. Ja? Grausam, aber wahr. Das ist die römisch-katholische Kirche. Hat man da gesagt Friede und Sicherheit oder hat man zugesagt? Habe ich lesen gehört. Die Bartholomäusnacht war im Grunde die Hochzeit des französischen Königs mit der, ich glaube, der Medici-Frau da. Warte mal, müsste ich mal eben das Bild hier raussuchen. Bartholomäus. Das war eine Hochzeit und das war halt die Hochzeit des französischen Königs und dazu wurden dann eben auch die Hugenotten eingeladen, um daran teilzunehmen. Hier,
Catherine de Medici starrt auf die abgeschlachteten Protestanten nach dem Massaker von Bangsatt, wo sie im Grunde aus der Kirche rauskamen. Das war die Hochzeit hier. Und weil der König heiratet, hat man den Protestanten, also den Hugenotten, gesagt, kommt, ihr seid auch eingeladen, nehmt an diesem Fest teil, in Paris, wo das stattgefunden hat. Und es war vorher abgesprochen, dass um 12 Uhr Mitternacht bestimmte Glocken in der Pariser Stadt läuten würden. Und beim Läuten der Glocken haben die Katholiken, die eingeweiht waren, die davon wussten, ihre Schwerter gezogen und haben dieses Massaker angefangen, haben in einer Nacht, also die Zahlen widersprechen sich ein wenig, aber es kommt ungefähr hin, wenn man schätzt, zwischen 30.000 und 50.000 Menschen in der einen Nacht in Paris abgeschlachtet. Es wurde berichtet, dass das Wasser der Seine im Grunde rot gefärbt war vom Blut der Hugenotten. Und die Schlacht hat dann noch ein wenig länger gedauert und hat in total, auch da widersprechen sich die Zahlen, aber man ist heutzutage unter Geschichtsschreibern sich ziemlich einig, normalerweise mindestens 100.000 Hugenotten, die abgeschlachtet wurden in der St. Bartholomäusnacht oder in der Zeit, die mit der St. Bartholomäusnacht zu tun hat, auch wenn es ein paar Tage länger war. So, aber wurde hier wirklich der Satz gelesen, ich wiederhole ihn, so wurde sechsmal ihnen Friede und Sicherheit mit Königswort und heiligen Eide gelobt. Ja, ja, deswegen sind sie ja eben... Ja, Friede und Sicherheit. Und da steht ja schon, dass die Könige sagen werden, oder dass da gesagt wird, Friede und Sicherheit, und dann wird ein großer Unheil über sie kommen. Ja. Ja, das kannst, ja, ich weiß, was du das meinst. Passt ja, das passt auch auf diese Das passt auch in unserer Zeit. Da gibt es ja auf YouTube so Videos, wenn man sich die anguckt, Peace and Security, da hörst du die ganzen amerikanischen Präsidenten und englischen Premierminister und andere Leute hören Peace and Security, Peace and Security, und dann auf einmal kam der Irakkrieg und so weiter und so weiter und überhaupt der ganze Krieg gegen den Terror, den wir ja schon seit Jahren jetzt sozusagen führen. Und so also weiter immer und so weiter. Wenn uns das versprochen wird, dann können wir ein Unheil erwarten. Dann können wir ein Unheil erwarten, genau. Und das war damals im 16. Jahrhundert ganz genau das Gleiche. Man hat mit diesem Versprechen halt probiert, die Hugenotten dahin zu bewegen, dahin zu kommen. Das sind natürlich hauptsächlich die Führenden der Bewegung gewesen, die dahin kamen. Und die hat man eben auf die Art und Weise alle ganz leicht abschlachten können. Ja. Das war 1572. Und 15, jetzt kriege ich das Jahr nicht ganz genau zusammen, ich glaube 94 oder 1595 hat König Heinrich IV. Mit dem Edikt von Nantes die Religionsfreiheit den Hugenotten wieder zugesagt. Und das hat dann knapp 100 Jahre gedauert. 1685 hat König Ludwig XIV., der sogenannte Sonnenkönig, das Edikt wieder eingezogen unter Einfluss seines Beichtvaters de la Chaise, der ein Jesuit war. Also, die Frucht des Komplottes war die vielleicht größte Schandtat der Weltgeschichte, die übrigens in der Schule so normalerweise nicht gelehrt wird. Das Mordgemetzel, welches in der Bartholomäusnacht begann, Frankreich zu einer Schlächterbank machte und in 3 Tagen seinen Boden mit 70.000 Leichen bedeckte. Drob jubelte Paris in blutigem Taumel. Und die Kanonen von St. Angelo, das ist also St. Angelo beim Vatikan, samt einem gotteslästerlichen Te Deum, wie ich bereits eben sagte, in Roms Hauptkirche waren des Jubels Echo. Damit war im selben Augenblick, als Colignys frommer Sinn ein Bündnis zum Schutze der Wahrheit zwischen Süden und Norden überlegte, das Schicksal des Protestantismus für lange Zeit entschieden. Die Vorteile und Übermacht, welche Rom nun gewann, verdankt es einem einzig seinem Grundsatz, dass keine Verstellung zu arg, keine Treulosigkeit zu groß, kein Betrug zu verabscheuungswürdig sei, um nicht gegen die Evangelischen in Anwendung gebracht zu werden, also gegen die Protestanten. Na? Und ich glaube, das ist ein guter Moment, um die Lesung für heute zu beenden. Und ihr seht, es ist ein sehr interessantes Kapitel, in dem wir auch nächste Woche noch ganz sicher weiterlesen werden. Ich finde es unglaublich spannend. Ich danke auch für die Beteiligung. Freue mich selber, dass ich nochmal dieses Papier von Polen von damals gefunden habe. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Marius, ich habe das damals ein wenig recherchiert, aber das ist jetzt auch schon fast 7 Jahre her.
Ich habe das nicht mehr so gut im Kopf, was ich damals über Polen alles gesagt habe. Kannst du die Sendung in Englisch ja anhören. Da erzähle ich da auch einige Sachen drüber. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass Polen unter dem Einfluss der Wittenberger Studenten und anderer Protestanten, die nach Polen kamen, dort protestantisch wurde, protestantisch aufgeblüht hat, wie du ja selbst auch sagtest, dass die viele verschiedene Träge geschlossen haben mit was Litauen und sowas. Und auch in Frieden gelebt haben mit den Islamisten, die da oben waren. Haben wir auch gerade gehört, da haben ja Islame da oben gewohnt und Tataren haben da oben gewohnt. Haben sie Frieden mitgeschlossen, haben sie Handel mitgetrieben, alles war wunderbar. Das Volk war wunderbar protestantisch, bis die Jesuiten es geschafft haben, innerhalb von 50 bis 75 Jahren das komplett umzukehren. Und da brüsten sie sich heute noch mit, dass sie damals Polen eben so umgekehrt haben. Wie gesagt, ich habe das nicht mehr alles so detailliert im Kopf, wie ich das damals hatte, wo ich das frisch untersucht hatte. Aber es ist eben eine Sache auch, die sich immer wieder wiederholt. Gerade wenn man jetzt in den Balkan guckt, wenn man sich Serbien anguckt, wenn man sich anguckt, welche Abscheulichkeiten Kroatien verübt hat, welche Abscheulichkeiten da mit dem Dominikaner und hauptsächlich dem Franziskanerorden ausgeübt wurden, wo die Priester selbst zur Waffe gegriffen haben. Ja? Römisch-katholische Priester haben selbst zur Waffe gegriffen und haben Menschen umgemäht mit einem Maschinengewehr, mit einer Maschinenpistole, mit Gewehren, mit Messern haben sie gemordet im Namen Gottes für den NDH, ja, den unabhängigen Staat Kroatiens in der Zeit zwischen 41 und 45 unter dem Erzbischof Stepinac, der später dann auch noch selig und heilig verklärt wurde, und dem Führer Pavelic, der das Ganze geleitet hat. Ja, Aber vielleicht komme ich das ist, noch wie mal. gesagt, das ist, wie gesagt, eine andere Front, an der man kämpfen möchte. Ja, was möchtest du noch gerne sagen, Marius? Ja, vielleicht komme ich mal zum Lesen des Geschichtsbuchs von Krasinski. Es gibt auch bei der Bayerischen Staatsbibliothek das in Deutsch zum Freien herunterladen. Schön. Dann kannst du dich da ja mal ein bisschen weiterbilden und dann mal vielleicht ein eigenes Video drüber machen. Das werde ich mir dann ganz sicher interessiert anschauen, um mir das anzuhören, was du dazu zu sagen hast oder was der Kaczynski dazu geschrieben hat in der Zeit. Wie gesagt, wir haben heute ein Thema besprochen, wie auch bereits letztes Mal, dass die römisch-katholische Kirche unter keinen Umständen irgendwie gebunden ist an irgendein Versprechen oder einen Eid oder einen Vertrag, den sie mit Ketzern schließt, um den auch zu halten. Und es haben hier heute einige geschichtliche Beispiele gefolgt, wie die römisch-katholische Kirche eben diese Politik in die Tat umsetzt. Es werden in der nächsten Sendung noch Dinge folgen. Und zum Beispiel eben auch, wenn man solche Bücher liest wie Vietnam, Why Did We Go, da sieht man eben, dass es im 20. Jahrhundert nicht anders ist. Und heute im 21. Jahrhundert ist es auch nicht anders. Die römisch-katholische Kirche ist unveränderlich. Und wenn die irgendwas verspricht, dann könnt ihr euch warm anziehen. Richtig warm anziehen tut ihr euch, wenn ihr die Bibel lest, von der wir heute gar nicht so viel gesprochen haben, wenn auch vieles auf der Bibel basiert ist, was wir hier gelesen haben. Wir haben teilweise auch aus Offenbarung Kapitel 6 ein Stückchen vorgelesen. Aber in der Bibel steht in Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18 ganz deutlich drin, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen sollen. Und es ist nur diese ganze Waffenrüstung Gottes, die uns überhaupt die Möglichkeit gibt, um diesen Angriffen des Teufels zu widerstehen. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass ihr bitte heute und auch in der Zukunft eure Bibel lest und die ganze Waffenrüstung Gottes anzieht. Wir kämpfen einen Kampf ums Überleben, aber wir kämpfen nicht mit einem materiellen Schwert. Wir kämpfen mit dem zweischneidigen Wort Gottes, mit der Bibel, mit der einzigen Wahrheit, die uns auf dieser Welt gegeben ist. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.